Guten Abend, so, ich werde heute sprechen über die Reinfektionsrisiko bei Patienten unter Opioid-Antagonist-Agonist-Therapie. Das sind die meistens Patienten, die wir in Arbeit behandeln. Bei uns ist dazu auch die Heroin-Agonist-Therapie. So, wir haben auch eine sehr spezielle Gruppe von Patienten, die wir könnten beobachten. So, als Hintergrund ist die Hepatitis C-Epidemiologie. Wie vorher schon erwähnt, ist sehr sehr hoch die Inzidenz weltweit. Viele Leute sind betroffen von dieser Infektion. Gemäß FAO-Daten in 2019 waren 71 Millionen Menschen Hepatitis C positiv. Viele von diesen entwickeln Leberzirrhose oder Leberkrebs, wie schon vorher erwähnt wurde. Und das führte jedes Jahr zu circa 400.000 Todesfällen. Wie vorher gesagt, meistens in anderen Ländern. In der Schweiz ist die Situation ist schon gut, aber es ist immer noch ein großes Problem und ein großer Grund für Todesfälle. Von diesen Leuten, die infiziert sind, 71 Millionen, 6,1 Millionen sind Patienten oder Leute, die benutzen intravenösen Drogen. In der Schweiz circa 0,5% der Bevölkerung ist HCV positiv, das ist schon ein besserer Wert im Vergleich von weltweit, wo ist dann im Durchschnitt 1%. Und circa 42% der Patienten, die von Hepatitis C positiv sind, sind unter Opioiden-Agonistentherapie. So, das FAO-Ziel ist die Eliminierung von Hepatitis C bis 2030. Und das Plan, das dahinter steht, ist, mehr Leute zu testen, so mehr Antikörper-Positiven zu finden, dann schauen, ob die Leute wirklich eine chronische Infektion haben, durch den Hepatitis C-RNA, und dann nach der Diagnose versuchen, die Patienten für eine Therapie zu überzeugen und dann die Therapie beginnen. So, es wurde gefunden, dass die Patienten, die Drogen injizieren, sind die meistens Risikogruppe. Das ist, weil diese Personen haben auch die Tendenz, mit Risikoverhalten auch die Infektion wiederzubekommen, und sie behalten wie ein Cluster, wo kann man sich wieder immer wieder infizieren. So, es wurde gesagt, dass um die Ziel zu erreichen, ist wichtig, in dieser Risikogruppe eine Schadenminderung zu haben, eine Behandlung als Präventionsstrategie und eine Verhinderung der neuen Infektionen. So, gemäß den Richtlinien, die bessere Art ist die Hepatitis C-Behandlung in einem multidisziplinären Umfeld mit integrierter OAT-Behandlung, wie zum Beispiel in Aarhus, wie kann man sehen, wo es gibt soziale Unterstützung, psychiatrische Unterstützung, Pflege, innere Medizin und auch Infektionskrankheiten zusammen mit den Substitutionstherapien. So, wie ist dann mit dem Reinfektionsrisiko bei Drogenkonsumenten? Kann man sich fragen, zum Beispiel, ist es zu hoch? Oder vielleicht, es gibt keinen Nutzen der Heilung, weil diese Leute infizieren sich immer wieder. So, schauen wir mit der Literatur, was sagt uns. So, die Daten sind sehr unterschiedlich. Ich habe drei Studien als Beispiel gebracht. Zum Beispiel die Studie von Martinello et al. Von 2017 ist eine prospektive Studie in Australien und Neuseeland. Dort waren zwei verschiedene Zielgruppen, die Männer, die haben Sex mit Männern. In diesem Teil waren 53% der 120 Patienten und 69% von Patienten waren Drogenkonsumenten, nur ein kleiner Teil, so nur ein Drittel, waren unter Substitutionstherapie. Dort die Infektionsrate war genug hoch, 7,4 pro 100 Personenjahren, und sie haben einen signifikanten höheren Reinfektionsrisiko bei Drogenkonsumenten. So, in der Diskussion und als Konklusion haben Sie gesagt, dass eine Überwachung nach der Behandlung mit Schadenminderung und Aufklärung an der Risikopopulation ist die beste Weg, um die Infektionsrate zu reduzieren. Ähnliche Resultate haben wir in einer anderen Art von Studie, das ist nicht bloß, das ist eine Beobachtungsstudie, das als Zielgruppe Drogenkonsumenten, aber meistens Obdachlose. Das ist auch eine sehr schwierige Gruppe zu erreichen, speziell für die Therapie. Dort die Reinfektionsrate war sehr hoch, 9,8 pro 100 Personenjahre, und sie hatten einen signifikanten höheren Wert bei Drogenkonsumenten, und die Konklusionen und die Gedenkliche über diese Daten sind die gleichen wie bei Martinelli. Das Gegenteil ist die Studie von Islam et al. Das ist von 2017, ist eine retrospektive Studie, wurde gemacht in Kanada. Die waren am meisten
Patienten unter Substitutionstherapie. Und dort die Reinfektionsrate ist viel, viel niedriger geworden. Und Sie haben gesagt, dass Sie denken, dass der Grund ist, weil die Patienten waren unter Schutz in einem multidisziplinären Setting mit psychiatrischer Behandlung, weil viele Patienten aber auch dazu psychiatrische Erkrankungen und die Substitutionstherapie mit Opioidenagonisten. So, was wir, warum haben wir dann so unterschiedliche Resultate? So, der Grund kann sein, weil es gibt eine unterschiedliche Hepatitis C-Epidemiologie, mehr in Spanien zum Beispiel als in der Schweiz oder als in Australien, eine unterschiedliche Drogenkultur und Drogenpolitik, das hat einen großen Einfluss über die Überwachung nach der Behandlung und ein unterschiedliches Gesundheitssystem. Zum Beispiel in den USA ist es schwieriger, die Therapie zu erreichen als in Australien oder Kanada. So, jetzt ich wollte kurz präsentieren unsere Studie von Arut. Unsere ist eine retrospektive Studie. So, die Patienten, die haben die Studie teilgenommen, sind Patienten unter Heroinagonistentherapie oder Opioidenagonistentherapie. Und sie sind alle die Patienten, die haben erfolgreich eine Therapie mit Direct Agent, Acting Agents, so diese DAA-Medikamente, die schon vorher erwähnt waren. Hauptziel der Studie ist zum Schauen der Infektionsrate in unserer Population und sekundäre Ziel zu überprüfen, ob es wirklich war, wie in diese ersten zwei Studien, die ich erwähnt habe, dass es gibt ein hohes Infektionsrisiko bei Drogenkonsumenten. So, wie kann man sehen bei dem Flowchart? Wir haben die Daten genommen von diesem Zeitraum zwischen 1. April bis 31. 2015 bis 31. Juli 2019. Haben wir gesammelt Daten von 215 Patienten, welche hatten keine Einverständniserklärung gegeben oder waren nicht möglich zu erreichen, wegen verschiedenen Gründen. Dann diese waren 56, dann die Kohorte ist geworden kleiner mit 159. Von diesen, welche Patienten, wie vielleicht bekannt ist bei Kollegen, die arbeiten im gleichen Bereich, sie sind sehr schwierig zu erreichen, auch für Kontrolle nach der Therapie. Die Arbeit hat schon als das Ziel, die Therapie zu geben. Die Kontrolle sind schon ein Luxus manchmal. So andere 26 Patienten sind von diesen Kriterien ausgefallen. So, die sind geblieben in einer Kohorte von 153 Patienten. Die Charakteristika von Patienten und Patientinnen. Durchschnittsalter 46, die meisten haben sich angesteckt in der Zeit von Platzspitz, 90er Jahren. 24% Frauen, 88% hatten Opioidabhängigkeiten. Zusätzliche Abhängigkeiten mit den Opioidabhängigkeiten waren die Kokain meistens, 48%, dazu 20% Alkoholabhängigkeit und waren Leute mit verschiedenen Abhängigkeiten zusammen, Alkohol, Kokain und Opioid. Die meiste Opioidagonistentherapie waren Morphin, nachher Methadon, Buprenorphin als letzte Option die Levomethadon sowie Alpolamidon. Ein großer Teil von Patienten aber hatte Diafin, so Heroin-Substitution. Das sind Daten, die sind nicht so oft zu finden in der Literatur. 65%, so ein großes Teil, hatte eine Vorgeschichte lebenslang Drogenkonsum. Und nach der DAA-Therapie eine große Rate hat weiter die Behandlung in Arut durchgeführt und gleichzeitig eine große Rate hat weiter Drogen konsumiert, außer die Substitution. In den Resultaten können wir sehen, wir haben insgesamt 309 Personenjahre nach Beobachtungszeit. Und wir wollten mehr kontrollieren, die Hepatitis C, aber bei welchen Patienten ist es sehr schwierig gewesen. So, wir haben eine Mittelanzahl von ACVRNA-Tests nach der erfolgreichen Therapie von 3. Das bedeutet, bei welchen Patienten könnten wir nur kontrollieren nach einem Jahr. Insgesamt wir hatten 4 Fälle von chronischer Hepatitis C. Das bedeutet eine Inzidenz, die mehr gegen die tiefere Wert geht. Das ist eine Gesamtinzidenz von 1,3 in der gesamten Population und eine leicht erhöhte Inzidenz in den Drogenkonsumenten, die aber nicht signifikativ ist. Patienten ohne Drogenkonsum hatten kein Risiko für eine neue Infektion. Wir haben gedacht, warum ist so? Das konnte sein, wie in dieser anderen Studie, die hat gezeigt, eine tiefere Inzidenz und wir sind auf die gleiche Idee gekommen wie bei Islam. Das ist eine Beratung in Bezug der Übertragung von Hepatitis C und auf den Drogenkonsum zusammen mit einem Freizugang zu Schadenminderungsdiensten wie
zum Beispiel sterile Nadeln oder Spritze, und im Multidisziplinärmanagement von medizinischer und psychiatrischer Komorbidität zusammen mit einem nicht beurteilten klinischen Personal mit flexiblen Terminzeiten könnte der Grund sein, weil die Inzidenz in unserem Rekord so tief ist im Vergleich von anderen Studien. So, Stärken und Schwächen von Studien. Die Stärken ist die reale Umgebung mit Patienten, die sehr kompliziert sind, komorbid sind, mit psychiatrischen Problemen, aktuellen Alkohol- und Drogenproblemen, injiziert oder nicht injiziert. Schwäche ist das Monozentrum, wo retrospektiv ist, dass die Stichprobe ist nicht so groß, es war schwierig, alle Patienten zu finden, die genug Kontrolle gemacht haben und die waren verfügbar für weitere Verlaufskontrolle. Und kann sein, dass wir haben welche Spontanheilungsfälle verloren, wegen dass ich habe definiert als chronische Hepatitis C, das wir gefunden haben, weil bei welchen Patienten, die nicht für lange Zeit erreichbar waren, könnte sein, dass zum Beispiel im Gefängnis haben sie sich infiziert und dann selber auch geeilt. So, zusammenfassend, die integrierte Hepatitis C Nachsorge für Menschen, die Drogen konsumieren, kann die Infektionsrisiko verhindern und trägt somit zum VAO-Ziel der Hepatitis C-Eliminierung bei. Das war meine Präsentation. Ganz herzlichen Dank, Claudia, für diese schöne Präsentation und diese spannende Studie. Es hat da eine erste Frage im Chat. Wie sieht die regelmäßige Beratung zur Reinfektion konkret aus bei dir? Frage von Patricia Kirsch. Schwierig. Also ich persönlich habe viele Patienten, die sind HIV-positiv. So, ich sehe die Patienten alle 6 Monate. Und ich komme immer, ich frage immer, ob sie konsumieren wieder. Ich komme immer auf die Diskussion, ja, okay, muss man vorsichtig sein, die Paraphernalia zu benutzen. Aber ich habe wie einen Zugang an diese Patienten, weil sie kommen oft. Die anderen Kollegen, vielleicht manchmal welche Patienten, die sind die Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben für Infektion, sind auch die Patienten, die schwieriger zu erreichen sind. Und es ist ein bisschen schwierig, eine Beratung zu machen in der Spritzerraum. Und die sind diese, die manchmal reinfizieren sich. Aber generell, wir haben auch die Kontrolle bei IVT-Verlängerung, so, wir kontrollieren die Konsume, so, im Durchschnitt mindestens einmal pro Jahr die Patienten kommen, und wenn wir machen die erneute Kontrolle für Hepatitis C, auch wenn negativ ist, machen wir eine Beratung. Kurz, aber eine Beratung. Und was empfiehlst du jetzt für zum Beispiel Leute in OAT, Leute mit aktivem Konsum, wie häufig sollen wir nachkontrollieren und wie sollen wir nachkontrollieren? So, ich meine, gemäß Richtlinien ist 6 bis 12 Monate, besser 6 als 12, aber ich bin praktisch so, ich denke, bei Leuten, wo ich weiß, dass es gibt nicht eine regelmäßige, klare Spritzenkonsum, da mache ich auch vielleicht einmal pro Jahr, wenn es schwierig zu erreichen sind, und das kreiert eine viele große Arbeitmengen aufs Sekretariat, um die Leute zu erreichen, und am Ende ist auch klappt nicht manchmal. Und bei Leuten, die spritzen, auch wenn ich weiß, dass sie sind sehr vorsichtig und so eine tiefe Reinfektionsrate haben, weil sie haben die Möglichkeit, mit der Schadenminderung alle die Materialien gratis zu haben, dann versuche ich es alle 6 Monate zu machen. Wenn Extremrisiko ist, kann man auch 3, aber es ist sehr schwierig. Ist mehr bei MSM, die möglicher ist mit dem PrEP, aber bei OAT ist schon schwierig. Gut, und wie konkret, wie sieht, was kreuzt du an im Labor für Reinfektionskontrolle? Ich glaube, das kann man nicht genug oft betonen. Ja, wenn es schon durchgemacht ist, muss man direkt den Virus suchen, weil die Antikörper bleiben lebenslang. Und ich mache auch dazu HIV, das gleiche, auch wenn es nicht so oft mehr ist, aber es ist immer noch möglich. Und für mich als Infektiologin dann, ich verbreite die Kontrolle auch an andere Sachen, die gehören auch zum anderen Risiken. Eben aus dem Chat noch von Andi Hüttenmoser, unser Peer-Mitarbeiter, betont auch eben, dass die Peers hier auch einen wichtigen Beitrag leisten in diese Aufklärung um Reinfektionsprävention. Ja. Ich glaube, dort sind die Peers Gold wert, weil sie sind wirklich viel näher an den Leuten, die hohe Risiken haben. Sie gehen auch in Orte, wo wir nicht gehen. Ich meine, die Spritzerraum, ich gehe nicht in Countdown. Ich meine, genau. Oder auch bei uns vor dem Eingang. Oder ja, das ist klar.
Und dazu als Infektiologin, ich versuche auch alle die Leute für Hepatitis B impfen, ist sicher nicht die erste Art, die erste Wege, die Blut und so, aber ist gleich ansteckend, viel ansteckend wie Hepatitis C. Wie gehört vorher, ist eine sehr schlechte Erkrankung, wenn chronisch bleibt, und die Impfung ist die beste Art zu meinen. So, ich versuche auch immer die Patienten auch zu impfen. Auch nicht so einfach. 3 Termine. Und noch eine Frage, wenn jetzt eine Reinfektion da ist, wie ist deine Erfahrung mit Retherapie, mit der Krankenkasse, zahlen die das, gibt es Probleme, was ist deine Erfahrung? Ich habe das wenig, das ist wahr, aber bisher noch nicht, nein. Ich habe da auch einen Patienten, der hatte schon 3-mal sich reinfiziert, letzte Runde im Gefängnis, klar, weil er hatte dort keine saubere Spritze. So, das war wirklich eine Ausnahme, weil er macht das immer sauber, aber dort war so Necessity, so muss er machen etwas. Und sie haben bisher noch nicht Probleme gegeben, bisher. Genau, also ich denke auch, das ist ganz wichtig, oder rasch wieder behandeln. Leute, die sich reinfizieren, sind natürlich auch die Leute, die das Risiko haben, das Virus weiterzugeben. Auch wenn wir in Kauf nehmen, dass wir nochmals eine Reinfektion haben. Wir können, denke ich, vieles verhindern, wenn wir die Leute einfach sofort wieder behandeln. Natürlich parallel dazu in die Präventionsaufklärungen investieren, so gut das geht. Aber nicht meinen, man spare Geld, wenn man die Leute nicht mehr behandelt. Das ist ein großer Druck. Es gibt ein praktisches Problem. Ich finde, dass die Indikation gemäß Richtlinien ist chronische Hepatitis B. Und wenn ich finde eine Reinfektion, ich muss warten gleich 6 Monate, das ich finde schon problematisch für die WHO, für die WHO-Ziel. Das kann man nicht so ganz erreichen. Sollte man diese Klausel wegnehmen und erlauben, dass die Leute nach einem Monat behandelt sind. Das ist schon ein Problem, finde ich.